So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Ich begrüße auch mit mir hier oben auf dem Podium den Gästetrainer Benno Müllmann und unseren Cheftrainer Wolfgang Wolf. Und wie immer an dieser Stelle hat der Gästecoach das erste Wort. Herr Müllmann, Ihre Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Abend zunächst einmal. Ja, wir freuen uns und sind gut drauf in der Kabine, habe ich eben gesehen. Und ich denke, dass die Jungs heute das auch zurecht sein können. Wir waren von Anfang an sehr konzentriert und sehr motiviert auf dem Platz. Wir haben auch durch einen Gegenangriff ein schnelles 1:0 erzielen können, haben dann vielleicht in der ersten Halbzeit in ein, zwei Situationen es verpasst, da schon ein zweites Tor zu machen, was meiner Meinung nach schon drin war. Aber dafür haben wir natürlich in der zweiten Halbzeit dann fast schon übermäßig effektiv agiert bis zum Endstand hin und letztlich, glaube ich, schon sehr verdient heute auch das Spiel für uns gewinnen können. Es geht trotzdem auch für uns noch weiter. Wir sind noch nicht endgültig durch. Im Fußball passieren immer wieder Dinge, die vorher nicht so zu erwarten sind. Auch heute das 5:0 ist mit Sicherheit nicht so zu erwarten gewesen, auch von mir nicht. Das muss man ganz klar sagen. Und da müssen wir wach sein und auch in den nächsten Spielen gegen vermeintlich bessere Mannschaften zumindest sehen, dass wir noch den einen oder anderen Punkt da holen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Müllmann. Herr Wolf, bitteschön. Ja, wir haben natürlich durch unsere 3 Siege in Serie ja viele Erwartungen geschürt und dem konnten wir heute in keinster Weise gerecht werden. Wir waren von der ersten Minute an nicht auf dem Platz, nicht nur ein Spieler, sondern alle bis zu den Einwechselspielern. Wir hatten heute keine Chance. Ich habe uns auch in der ersten Halbzeit ganz schwach gesehen. Wir hatten keinen Zugriff auf den Gegner, wir waren vom Kopf her nicht frisch. Es hat sich dann in die Beine runter transportiert und wir waren auch hoffnungslos unterlegen heute. Das muss ich so sagen. Der FSV hat heute ein leichtes Spiel gehabt gegen uns. Und man muss das erstmal schlucken. Das ist auch klar. Und ich bin froh, dass wir jetzt die eine oder andere Tag länger Pause haben bis zu dem St. Pauli-Spiel, dass wir uns nochmal sammeln. Und ich habe das schon gemerkt nach dem Cottbus-Spiel, dass die Mannschaft ja körperlich in ein kleines Loch kommt. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel investieren müssen, viel verletzungsbedingte Probleme gehabt und haben uns herangearbeitet und das hat man heute gemerkt. Wir waren überhaupt nicht frisch vom Kopf her, von den Beinen her und von daher war heute für uns nichts drin. Das tut mir auch leid für die Zuschauer. Ja, die hatten sich auch mehr erhofft wie wir alle, aber jetzt gilt es durchzuatmen, ja, wieder aufzustehen, wie wir das so oft gemacht haben, obwohl wir jetzt so schwere Auswärtsspiele vor der Brust haben, aber scheinbar tun wir uns gegen Gegner, wo wir nicht mal 50-50 Chance haben oder Favorit sind, ja, viel, viel leichter. Und ja, jetzt kommt St. Pauli und da wird man eine Mannschaft auf den Platz bringen, die versucht auch wieder zu punkten. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Danke. Danke auch Ihnen, Herr Wolf. Ihre Fragen bitte. Falls es welche gibt, bitte ich um Handzeichen. Der sehe ich jetzt nicht, aber der Herr bitte auf der Reihe. Doch nicht? Keine Fragen, wie immer. Dann bleibt mir nur allen trotz allem ein schönes Wochenende zu wünschen, unseren Gästen aus Frankfurt eine gute Heimfahrt und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.